Hallo, ich bin Thorsten Albig, das ist Herr Lemmermann, Bäckermeister an der Bäckerei Schmidt in Silberstedt. Und ich habe eben versucht, Laugenbrötchen, naja, zu backen noch nicht, aber vorzubereiten, mit tatkräftiger Hilfe des Meisters. Das sind Brötchen, die morgen gebacken werden und an die Tafel hier gehen. Also diese Bäckerei hilft nicht nur, dass gutes Brot und gute Brötchen gemacht werden, sondern hilft auch denen, die nicht ganz so einfach ein gutes Brot kommen, was ich ganz großartig finde. Das sind Orte, die Schleswig-Holstein stark machen. Und auf unserer Tour durch Schleswig-Holstein sind wir in ganz vielen solcher Orte. Und hier bei uns im Podcast wird man das sehen können. Lieber Herr Lemmermann, wie sind Sie auf die Idee gekommen, der Tafel zu helfen? Ja, die Tafel haben wir immer unterstützt schon. Und zwar aus dem Grunde, dass wir Brot über haben und das eigentlich als Futter vernichtet worden ist. Mhm. Und das ist Brot vom Vortag und das ist für jeden noch als genussbar. Und das kann auch die Tafel bekommen. Warum soll das in die Tiere? Für die Tiere. Und heute ist das so, dass wir altes Brot sogar in Biogasanlagen geben. Mhm. Und dann geben wir das doch lieber erstmal der Tafel. Und was wir dann nicht mehr loswerden können, das wandert erst in die Biogasanlage. Ganz klasse. Jeder, der weiß, was die Tafeln Gutes tun in unserem Land, der möge dort helfen, möge spenden, möge unterstützen. Aber er möge bitte auch in Unternehmen, in Handwerksbetrieben wie dieser tollen Bäckerei einkaufen. Denn hier werden die jungen Menschen ausgebildet, hier wird unser Land stark gemacht, hier wird Schleswig-Holstein vorangebracht. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte, dass ich ein bisschen lernen durfte, wie man ein ordentliches Laugenbrötchen macht. Ich habe gelernt, der Handwerker arbeitet mit zwei Händen, nicht nur mit einer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte schön. Danke.